Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz in der Bezirksliga. Zweiter Spieltag hier bei den Sportfreunden im Pressezentrum im Oststadion. Bei mir der Chefcoach von Viktoria Frechen, Herr Slikos, richtig. Und heute stellvertretend für den Bernd Pfirnich, der Co-Trainer. Auch neues Gesicht, glaube ich, hier bei den Sportfreunden. Am besten mal ganz kurz in der Pressekonferenz erstmal vorstellen, wer Sie sind und mit welchen Taten Sie jetzt hier den Bernd unterstützen sollen. Ja, Fatun Popova, ich war letztes Jahr beim SV Rot. Ja, bin durch den Bernd hier hingekommen, mit der Fußballschule auch und ja. Also kurze Vorstellung, gehen wir erstmal zum Verlierer. Schwere Auftaktserie, ne? Zwei Spiele zu Hause gegen Köln-Lindenthal und jetzt hier bei den Sportfreunden. Wenn man die Vorberichte gelesen hat in den letzten Wochen, hatten sie ja eigentlich gute Voraussetzungen, auch in der Vorbereitung, fast eine komplette neue Mannschaft. Aber es ist noch nicht so weit, dass man von positiven Punkten sprechen kann. Ja, von Punkten kann man noch nicht reden. Nein, also 0 Punkte nach 2 Spielen. Das hatten wir uns sicherlich anders vorgestellt. Auf der anderen Seite haben wir gegen, denke ich, 2 Mannschaften gespielt, die am Ende der Saison ganz weit oben stehen werden. Zum einen Lindenthal Hohenlind, die ja mit der ersten Mannschaft unter dem Namen 2 hier bei uns in der Staffel aufgelaufen sind. Das ist schon ein Spitzenteam. Und ich denke auch, die Sportfreunde Düren werden mit der Leistung, die sie jetzt gezeigt haben, mit der Cleverness und mit der Torausbeute, die ja nun brutal hart für uns war, sicherlich auch weit ganz oben stehen. Das macht nur mal den Unterschied zwischen den Mannschaften, die am Ende oben stehen und denen, die unten stehen. Die einen schießen die Dinger eben rein und die anderen treffen die Latte. Ja, treffen die Latte 2:0 zur Halbzeit für Sportfreunde, die Gebrüder Klepken heute sehr erfolgreich. Aus Ihrer Sicht jetzt zu Ihrer Mannschaft für den ersten 45 Minuten die Leistung, tropische Temperaturen, dementsprechend auch Pausen, Unterbrechungen. Und wie haben Sie die ersten 45 Minuten heute gesehen am zweiten Spieltag? Ja, wir haben eigentlich echt gut angefangen. Ne? Die ersten 30, 35 Minuten haben viel Druck ausgebaut, hatten gute Chancen, sind auch verdient in Führung gegangen. Dann hatten wir so eine Phase von 5 bis 10 Minuten, natürlich auch ein bisschen durch die Hitze, ne? Dass wir uns ein bisschen schwer getan haben. Und ja, das 2:0 hat uns natürlich sehr gut getan. Ne? Sehr gut getan, Halbzeit. Dann kommen wir mal zurück nach Frechen. Es war ja nichts verloren zur Halbzeit. Sie hatten ja noch gute Dinge in der Pausenbesprechung, konnte man sehen und hören. Was haben Sie denn in der Pause anders gemacht für die zweite Halbzeit, um doch noch den Anschluss oder vielleicht noch den Punkt mitzunehmen? Was haben wir anders gemacht in der Pause? Ich habe jeden einzelnen Spieler nochmal neu eingestellt, ihn nochmal daran erinnert, was seine Aufgabe auf dem Platz ist. Habe versucht, die Jungs aufzubauen und ihnen zu zeigen, dass trotz des 2:0-Rückstandes wir durchaus in der Lage gewesen wären, auch selber einen Treffer zu erzielen. Und dass wir das mit in die zweite Halbzeit nehmen sollen und halt eben da wieder anfangen müssen, dass wir halt nicht aufgeben dürfen. Und viel mehr haben wir in der Pause eigentlich nicht besprochen. Das ging letztendlich nur darum, die Jungs aufzubauen und wieder mit neuem Mut in die zweite Halbzeit zu schicken. Ja, Sie hatten ja die Gelegenheit nach dem V-Elfmeter, dem 3:1, da war ja nochmal vielleicht einiges möglich. Hat es denn vielleicht an den Temperaturen heute gelegen oder war die Mannschaft doch da in den letzten 20 Minuten nicht mehr bereit oder nicht mehr von der Leistung abrufbereit, um dann noch den Anschluss zu bekommen? Also zunächst einmal war es ja für alle gleich heiß, glaube ich, oder? Also war ja jetzt für die Dürener Spieler nicht weniger warm. Nein, wir haben ja nach dem 1:3 haben wir, ich glaube, 2 Kopfballchancen, einen Schuss an die Latte und 2 sehr gute Möglichkeiten aus einer halben Position. Wenn man das Tor einfach nicht macht, kommt man halt nicht ran. Ja? Und die individuelle Klasse der Dürener hat sich dann beim 4. Tor gezeigt, als ein Dürener Spieler 3 Frechner beschäftigt und das Ding mit dem linken Fuß dann sensationell da hinten reinhaut. Da ist, ja, so ist das eben. Deswegen steht Düren am Ende oben und Frechen, hoffe ich, knapp dahinter. Kommen wir mal rück zu den Sportfreunden. Foul-Elfmeter, dementsprechend sicher verwandelt, aber der Foul-Elfmeter hat auch so einen bitteren Beigeschmack. Man sah dementsprechend eine gelb-rote Karte und dieser Spieler wird natürlich auch für die nächste Heimspiel gegen Braunweiler fehlen. Eine wichtige Stütze. Kann man solche Sachen nicht vermeiden? Das ist natürlich sehr schwer heutzutage, weil da kann ich eigentlich wissen, wann Hand ist und wann nicht oder wann bewusst ist, wann nicht. Ich glaube, da gibt es ja gar keine Regel. Jemand pfeift es, jemand pfeift es nicht. Es wird mehr gepfiffen als nicht. Weiß ich nicht. Also, wenn das jetzt wirklich absichtlich gemacht wird oder so, dann kann man mit den Jungen reden. Aber ich glaube, dass das nicht absichtlich war. Und dass er die Hände auch
am Körper hatte und nicht irgendwo woanders raus. Aber ist entschieden jetzt, ne? Können wir nichts machen. Die Auswechslung haben Sie vorgenommen in der zweiten Halbzeit. Wollte man damit was für die nächsten Spiele ausprobieren? Oder war das jetzt, um die Kräfte zu schonen von den Spielern, die bereits schon die 45 Minuten der ersten Halbzeit auf dem Feld waren? Na, wir haben ja das Spiel noch nicht gewonnen. Das war es nicht. Nö, das war einfach ja, von der Situation her. Ne? Ein Mann weniger, haben ein bisschen umgestellt auf 4-4-1. Defensiver, wir haben ja geführt. Und wir haben das dann eigentlich doch sehr gut gemacht, auch defensiv sehr gut gestanden. Was wir vielleicht nicht so gut gemacht haben, waren die Standard gegen uns. Da Frechen ja eigentlich auch körperlich große Spiele hatte, das war so ein bisschen mein Manko. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war das ein verdienter Sieg von uns. Verdienter Sieg, jetzt dementsprechend verdient die Niederlage. Ich habe die Seite, kommen wir mal auf Ihre Mannschaft zurück. Junge, neue Mannschaft, das Lickers. In den Vorfeld konnte man sehr viel positiv ausgehen. Das ist neu. Jetzt haben wir zwei Spiele. Letzter. Der Druck wächst schon. Man kann das vor mir schon lesen, dass die Mannschaft irgendwie jetzt nach dem zweiten Spieltag gefordert würde. Jetzt ist der zweite Spieltag vorbei, der dritte kommt und ach, das, glaube ich, wird da jetzt ein bisschen zu hoch gespielt. Ich glaube, jeder Trainer will ein Spiel gewinnen und jeder Trainer fordert seine Mannschaft auf, so zu spielen, dass er das Spiel gewinnt. Und wenn er dann verliert, ja, dann wird er irgendwas falsch gemacht haben. Also von daher glaube ich nicht, dass da der Druck so groß ist. Wir haben jetzt gegen zwei sehr, sehr gute Mannschaften gespielt. Beide Spiele haben wir verloren. Von daher sehe ich das jetzt gar nicht so als Problem. Da wir haben noch 28 Spiele. Ja. Also das sind noch reichlich Punkte, reichlich Spiele, um aus dem Tabellenkeller wieder rauszuholen. Klar ist, dass wir die Erwartungen, die wir in die Spieler gesetzt haben, bisher nicht erfüllen konnten. Das ist etwas anderes. Ja, das stimmt. Also wir hätten beide Spiele nicht so verlieren müssen. Ich denke, auch heute hätten wir nicht so verlieren müssen, wie das letztendlich gelaufen ist. Ob dann punktemäßig mehr drin gewesen wäre, weiß ich nicht. Also es ist wenn und habe, hätten wir nicht. Aber die Leistung, die wir in beiden Spielen abgeliefert haben, ist eben nicht ausreichend, um mit den cleveren und mit den Top-Teams der Liga mitzuhalten. Und das ist ein Punkt, da müssen wir drüber sprechen und da müssen wir gucken, dass wir in den nächsten Wochen daran arbeiten, dass wir da hinkommen. Denn das war eigentlich die Erwartung, die wir an den Großteil der Spieler hatten, dass wir mit den Top-Teams mithalten können. Und das können wir momentan noch nicht. Nochmal zu den Sportfreunden. Erfolgreicher Start, wie gesagt. Zwei Spiele zu Hause jetzt gewonnen. Letzte Woche in Bliesheim 1-0 gewonnen. Das nächste Spiel am Sonntag in Brauweiler hier wieder. Kann man ja sagen, nach zwei Spielen alle Erwartungen schon bereits erfüllt. Da hat das Trainerteam schon alles richtig gemacht. Wenn man gewinnt, macht man immer alles richtig. Ne? So einfach ist das. Nee, ich glaube, das ist für uns, das wird die Jungs natürlich nochmal motivieren, Selbstvertrauen. Wir haben auch 15 neue, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ist ein großer Umbruch. Ich war ja letztes Jahr auch hier, habe ja auch ein bisschen mitbekommen, ne? War ja auch sehr viel Unruhe und das kriegt man natürlich auch ein bisschen mit. Ne? Und ich glaube, wir denken gar nicht so weit. Wir haben 15 neue, wir haben eine junge Mannschaft, wir müssen einfach in Ruhe weiterarbeiten. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwas reden, wäre es total falsch. Ich wüsste nicht, warum wir jetzt über was anderes reden. Ja, man kann ja schon froh sein, dass man einen großen Kader hat. Man hat den einen oder anderen Verletzten ja schon. Man sieht es ja hier in den Reihen schon, Nasenbein und solche Sachen sind schon aufgelaufen. Dementsprechend ist man ja schon froh, dass man so einen großen Kader hat. Ja, absolut. Zum Beispiel der Ricardo hat heute auch gefehlt, der Soressa, den haben wir heute auch gut aufgenommen. Der ist nächste Woche da, jetzt fehlt der Reiskis mit Gelbrot. Wenn wir das als Mannschaft machen, ja, was sehr gut ist bei der Mannschaft, dass wir charakterlich eine wirklich gute Truppe sind. Das gefällt mir. Ich bin hier echt gut aufgenommen worden seit 4-5 Wochen. Und ich glaube, das ist vielleicht viel mehr wichtiger oder noch wichtiger, als wenn einer wirklich ein richtig guter Fußballer ist. Ja. Und das Ganze dann eigentlich nur so ersetzen, wenn das charakterlich passt, wenn der andere für deine Arbeit. Und diese Woche war es Ricardo und nächste Woche ist der Reiskis. Im Fußball gibt es immer irgendwas. Jetzt nochmal auf Frechen zurückzukommen, tut mir ja leid, zwei Spiele, jetzt keine Punkte. Wie haben Sie das der Mannschaft denn heute auf dem Rasen mit nach Hause gegeben, diesen schmerzlichen Verlust dieses Spiels? Weil man muss ja als Trainer immer, sag ich mal, den Optimismus, sag ich mal, breittreten. Ja, das stimmt. Also wenn der Trainer keinen Optimismus mehr verstrahlt, wer sollte es dann tun?
Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir müssen besser werden, das ist klar. Jeder Spieler muss sich selber fragen, welche Qualität er auf den Platz bringt, welche Leistung er bringt, wie viele Fehler er macht und wie er das besser machen kann. Was ich den Jungs nach dem Spiel gesagt habe, ist alter Spruch von dem Christoph Daum, hinfallen ist erlaubt, liegen bleiben ist verboten. So, und das ist für uns entscheidend. Ne? Wir fahren jetzt nach Hause, wir lecken unsere Wunden, wir kühlen unsere Prellungen und am Dienstag gehen wir auf den Trainingsplatz und arbeiten daran, dass wir nächste Woche zu Hause gegen, ich glaube, Bedburg, auch wieder eine sehr starke Mannschaft, dass wir da ein Team auf den Platz bringen, das dann in der Lage ist, die ersten Punkte für Frechen zu holen. Business as usual. Kommen wir nochmal zum Schluss zum Top-Team. Ihr Kollege hat es schon angesprochen, Sportfreunde zählt schon zu den Top-Teams in der Bezirksliga. Sehen Sie das denn auch schon so als Co-Trainer nach 2 Spielen? Ich glaube, wir entscheiden selber, ob wir Top-Team sind oder nicht und nicht irgendjemand anderes. Oder nein, das sind wir nicht. Das müssen wir alles in Ruhe. Die Vorbereitung war sehr ordentlich. Man hat immer wieder welche, die im Urlaub sind. Oder ja, das ist halt ein Hobby, ne, der dazugehört. Das hat man immer wieder. Aber ich glaube, Top-Team müssen wir jetzt nicht dafür reden. Und wenn, dann würden wir das selber sagen. Und ja, also Sportfreunde hält sich noch zurück nach 2 Spieltagen. Und wir sagen natürlich von der heutigen Pressekonferenz vielen Dank, trotz der Niederlage, dass Sie, sag ich mal, an der Pressekonferenz teilgenommen haben. Vielen Dank am Coach hier, Chef Sportfreunde. Und wünschen beiden für die nächsten Spiele alles Gute und angenehme Heimreise. Vielen Dank und zu Hause an den Hörern genauso. Schönen Sonntagabend noch.